Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Es ist Dienstag, wir haben jetzt 20 vor 12 und ich bin so, so happy, dass endlich draußen wieder die Sonne scheint, Leute. Ich bin heute Morgen aufgestanden, war direkt so voller Power und habe meinen Kaffee gemacht und saß dann hier und dachte so, voll Bock heute zu arbeiten. Also ich finde es so gut, man merkt es bei mir immer sofort, sobald das Wetter besser wird und die Sonne scheint, geht es mir persönlich auch besser. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wir haben ja schon letztens in einem Weekly Vlog über Wetterfühligkeit geredet und jetzt ist es halt auch schön, dass ich die positive Seite so ein bisschen sehen kann. Ja, gestern war ein ziemlich turbulenter Tag. Ich hatte einen Termin nach dem nächsten. Ich hatte einen Termin mit Carlsen und musste dann noch hin und her telefonieren und sowas. Hatte dann noch einen Termin mit einem anderen Verlag und es war irgendwie super chaotisch. Und abends waren ja auch noch die Hero Nerds. Da reden wir ja momentan über The Falcon and the Winter Soldier alle zwei Wochen. Und ich war dann auch echt danach. Ich bin sofort ins Bett gegangen um 10, weil ich so fertig war. Ja, ich bin gespannt, wie die Woche halt so wird. Es steht einiges an, vor allem sehr viel Schnitt. Ich habe ganz viel gestern schon gemacht, weil ich gestern eigentlich nicht drehen wollte. Normalerweise wisst ihr ja, dass montags mein Drehtag ist. Aber ich war dann irgendwann so um 1 mit allen Skripten, die ich für die Woche fertig machen musste, fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte ja jetzt schon mal anfangen, zumindest so ein paar Sachen abzufilmen. Und dann habe ich mich geschminkt, weil ich mich eh fertig machen musste für den Tag halt noch, ne? Also für den Abend mehr oder weniger mit dem Livestream. Und dachte dann so, ja okay, dann kann ich halt jetzt auch ein bisschen filmen. Dann habe ich ein bisschen was gemacht und heute musste ich halt aber nochmal den langen Dreh. Also ich drehe jetzt seit 9 Uhr, wir haben jetzt wie gesagt gleich 12, bin jetzt gerade fertig geworden mit dem Dreh. Das heißt, ich sichte jetzt gleich erstmal alle Dateien in Ruhe, dann muss ich heute noch ein bisschen lesen und was steht noch an? Ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Also was heißt nicht, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Ich warte jetzt noch darauf, dass mich mein Arzt anruft. Von dem kriege ich jetzt noch ein Feedback für meine Blutwerte. Eigentlich sollte der vor 10 Minuten schon längst angerufen haben. Und von 15 bis 16.30 habe ich noch einen Termin mit Tinemann Esslinger. Da reden wir nämlich über die Neuerscheinungen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das sind heute noch so die wichtigsten Sachen, die ich mache. Aber ich denke, ich werde gleich erstmal so ein bisschen Bilder bearbeiten und sowas, damit ich gegen Ende der Woche nicht mehr so viel zu tun habe, weil den Freitag will ich auf jeden Fall frei machen und ich versuche auch den Montag frei zu machen, um ein langes Wochenende zu haben. Aber mal gucken, ob das klappt. So, ich habe mich jetzt noch was rausgesetzt. Es ist jetzt auch schon eine Stunde später. Mein Arzt hat immer noch nicht angerufen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich wollte mal so um 3 oder so dann nochmal da anrufen und fragen, wieso der nicht angerufen hat. Weil es geht ja auch um meine Laborergebnisse. Und ja, ich liege gerade ein bisschen in der Sonne und habe mir mein Buch für die Weltbild-Liest-Lesung rausgesucht, die nächste Woche ist. Und werde jetzt nochmal 50 Seiten lesen. Ich habe mir ja vorgenommen, jeden Tag 50 Seiten mindestens zu lesen. Dann bin ich eigentlich schon durch mit allem, was ich heute schaffen müsste. Das heißt, ich gehe gleich in die Vorarbeit und werde vermutlich schon mal ein paar Thumbnails fertig machen, Bilder bearbeiten und ein bisschen in den Schnitt gehen. Das ist so auf jeden Fall der Plan für heute. So, in ungefähr 5 Minuten geht mein Termin bei Tinemann Esslinger weiter. Wir haben eben gerade schon mal die Kinderbücher alle vorgestellt bekommen und jetzt geht es mit den Jugendbüchern weiter. Ja, und ich bin ziemlich im Eimer. Ich habe nämlich gerade erstmal ein Hula-Workout gemacht und danach noch ein Mama Mia Dance Workout. Das hat voll Spaß gemacht, also das werde ich diese Woche auf jeden Fall nochmal machen, weil das einfach ultra lustig war. Ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas Spaß macht, aber wenn man zu Musik tanzt, die man mag, dann geht's. Guten Morgen an einem Donnerstag. Puh, ich habe gestern so viel Sport gemacht, dass ich einfach mega Schmerzen in den Oberschenkeln habe. Ich mache momentan immer so Cardio-Dance-Workouts auf YouTube, das ist ganz witzig. Vorgestern habe ich eins mit Mama Mia gemacht und gestern mit Lady Gaga, also richtig cool gemacht. Also das hat mir auch echt geholfen, so motiviert halt so ein bisschen dran zu bleiben mit der Musik. Und dann habe ich noch ein bisschen gehulert und war dementsprechend echt kaputt danach. Ja, heute steht um 10.20 Uhr ein Corona-Test an, weil man sich ja einmal in der Woche kostenlos testen lassen kann. Das wollten wir jetzt mal ausprobieren in der Apotheke, also gehen Jenny und ich da gleich hin. Und ich habe heute noch ziemlich viel Kram auf meiner To-Do-List. Die Hoffnung ist ja, dass ich das alles früh fertig kriege, damit ich nicht so super spät in den Feierabend gehen kann. Und
um 4:30 machen wir, glaube ich, mit unseren Forenleuten online Sport. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher wegen der Uhrzeit, aber wir machen auf jeden Fall Sport zusammen. Und ich bin gespannt, ob ich da überhaupt mitmachen kann mit meinem Muskelkater. Wir werden sehen. Ich habe mich jetzt ein bisschen mal rausgesetzt, einen Esskaffee gemacht und werde jetzt gleich noch ein bisschen RPG schreiben. Ich habe gerade noch mal eine Stunde geschlafen, weil ich heute den ganzen Tag schon irgendwie so Kopfschmerzen hatte. Echt nicht mehr feierlich, aber jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe auch noch eine Tablette genommen, also das hat auf jeden Fall geholfen. Ja, und jetzt sitze ich hier, beobachte, wie die Katzen am Fenster sitzen. Es ist sehr, sehr süß und freue mich darauf, dass ich jetzt frei habe und ins Wochenende starten kann. Ich starte heute draußen in den Tag. Ich habe bis 11 oder so geschlafen, allerdings sehr unruhig. Ich bin ab 8 immer mal wieder aufgewacht, das war ein bisschen lästig. Und die Katzen, die rasten ja auch ab 8 Uhr immer total aus und wollen gefüttert werden und so. Und dann habe ich mir jetzt gerade mal einen Kaffee gemacht, aber ich habe jetzt seit 3 oder 4 Tagen echt Kopfschmerzen. Also es ist wirklich unangenehm. Gestern war das so schlimm, dass ich in der Dusche nach dem Sport Kopfschmerzen bekommen habe. Und die waren so krass, dass ich fast in Ohnmacht gefallen wäre. Ich konnte mich gerade so noch die Dusche ausmachen, rausstolpern und nicht abtrocknen. Und bin dann schnell ins Wohnzimmer zu den anderen, falls was halt passiert und ich nicht einfach umfalle. Ja, und dann habe ich eine Kopfschmerztablette genommen und eine Stunde später nochmal eine. Ja, und es ist halt total ätzend, ne? Also ich bin heute jetzt auch aufgewacht mit so leichten Kopfschmerzen. Dann, als ich aufgestanden bin, sind die ein bisschen schlimmer geworden. Dann habe ich auch eben nochmal eine Tablette genommen und hoffe, dass das halt gleich weggeht, weil wir spielen hier um 13 Uhr auf Dungeons & Dragons und da will ich dann einfach auch gleich fit sein. Ich weiß nicht, was es ist, ob es der Wetterumschwung ist, könnte gut sein, weil jetzt ist es ja jetzt auch wieder total kalt, ne? Also ich sitze hier mit einer dicken Jacke, wir haben irgendwie 12 Grad oder so und gestern hatten wir noch 20 Grad. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch am Wetterumschwung liegt. Ich hoffe es zumindest, dass es daran liegt und nicht halt an was anderem. Aber es müsste ja auch bedeuten, dass die nächsten Tage dann endlich kopfschmerzfrei bin. Ne? Ich hoffe es, Leute. Ich habe bei Exploding Kittens die Halskrause der Schande an. Hello von einem Sonntag. Ja, Ostern war so ganz gemütlich. Ich war gestern ziemlich lange wach und habe deswegen auch bis 1 oder so geschlafen. Also ultra lange. Und war dementsprechend auch den Tag so ein bisschen müde irgendwie. Also ich hing halt nur in den Seilen. Aber jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Ja, mich würde zum Abschluss dieses Vlogs noch interessieren, wie ihr Ostern verbracht habt. Also habt ihr irgendwie was Besonderes gemacht? Seid ihr vielleicht spazieren gegangen oder sowas? Oder habt ihr eine bestimmte Ostertradition, die ihr immer macht, wie Eier färben oder so? Meine einzige Ostertradition ist eigentlich immer, dass ich Osterkörbe für meine WG mache. Das ist so das Einzige, was bei mir ist. Ja, ich bin schon gespannt auf eure Kommentare und freue mich schon darauf, die zu lesen. Und jetzt kann ich auch in dem Blog verraten, dass es am Dienstag auf Instagram sehr große News gibt. Für alle, die Patreon sind, gibt es schon am Montag, also für euch heute. Also falls ihr noch euch überlegen wollt, schnell Patreon zu werden, um es früher zu erfahren, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe gesehen, dass über die Hälfte der Leute, die hier meine Videos schauen, noch kein Abo da gelassen haben. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen
Ostermontag und einen guten Start in die Woche. Bis dann. Ciao.